Brokkoli, Soße, Gurke, Currywurst, Käse, Kresse, Salami, Brot, Spaghetti, Pizza, Karotten, Burger, Kartoffelbrei, Bratwurst, Oliven, Chips, Käse, Schokolade, Butter, Brezel, Pizza. Die erste Arbeit jetzt für Kinder war für mich insofern total spannend, weil das Teilen ist tatsächlich in der Altersgruppe sehr präsent. Und das haben wir uns dann gegriffen als Thema und haben geguckt, wie können wir das im Makrokosmos noch auf einer globaleren Ebene eben aufnehmen und sind dadurch dann auf diese Ressourcenverteilung gekommen. Das Problem, das die beiden haben, ist, dass sie sich das Essen nicht teilen können und sich das Essen gegenseitig wegnehmen wollen und dass dann auch ihr Umfeld plötzlich erscheint wie irgendwas, was sie an sich raffen wollen. Im Vordergrund steht tatsächlich die Bilderwelt und das, die Bewegung. Dadurch erzählt sich das Stück. Was ich total gut finde, ist, dass es halt wirklich mal eine andere Ästhetik ist. Für so ganz kleine, immer wenn ich Momente habe, wo ich mal von draußen reingucken kann, denke ich, wow, das sieht echt cool aus. Mega cool, wie wir die Teile, die wir als Bühnenbild nutzen, halt auch aktiv quasi in die Choreografien mit eingebunden haben und damit uns auch austoben durften in den Proben. Und das ist ein Heidenspaß gewesen. So. Und es ist immer noch, also es ist echt witzig auch und voll cool durchdacht. Also weil das geht total auf für mich. Als ich die erste Skizze gesehen habe davon, dachte ich, wow, krass, krasse Landschaft so. Für Kinder zu arbeiten hat für mich jetzt bedeutet, dass das, was zu sehen ist, sinnlich ist und weniger technisch, als ich das sonst eigentlich eher gewohnt bin. Wir hatten ja jetzt diese Idee mit dem Mageninneren, Bauchinneren. Da habe ich dann gemerkt, dass alles, was zu echt ist oder auch zu abstrakt ist, nicht so gut funktioniert wie irgendwas, was auch Spaß macht und so dazu einlädt, dass man es benutzen kann. Tatsächlich habe ich eigentlich das Gefühl, dass die Kinder dran sind. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass die versuchen, es nur psychologisch zu lesen, sondern dass die mitnehmen, was uns auch wichtig ist. Also dass sie wirklich verstehen, auch wir gehen mit dem Teilen um, es geht um das Essen, es geht darum, dass manche viel haben, manche wenig. Und dann für die Erwachsenen geht natürlich diese globale Geschichte auf jeden Fall auf. Die ungerechte Verteilung und letztlich auch das hoffentlich sich klar zu machen, dass wenn alle Menschen auf der Welt so leben und konsumieren würden, wie wir das in Deutschland oder in Europa tun, also dass das halt einfach nicht möglich ist und dass da ein Umdenken stattfinden muss. Und wir hoffen, dass Vespa da so einen kleinen Anstoß besonders für die Erwachsenen gibt und für die Kinder. Im Kleinen auch. www.yes-stuttgart.de